meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, sozusagen per Zufall, das ist ja technisch möglich, habe ich mich heute ins griechische Fernsehen verirrt, im Internet. Ich wollte dort etwas nachschauen und bin zu meiner großen Überraschung auf zwei Beobachtungen gestoßen, die ich eigentlich in unserer Zeit nicht mehr für möglich gehalten hätte. Da sitzt in einer nachmittäglichen Fernsehshow, also wie das so im Nachmittagsprogramm so ist, wo es Werbung gibt und alles Mögliche, sitzt mittendrin ein Pope, ein Priester. Und er wird gefragt, wie das denn sei mit Ostern und dem Karfreitag, wie das ist mit Erlösung und Sünde. Das war eine Katechese, so kann man bei uns in der Kirche lange eine suchen. Die Moderatorin fragte ganz naiv, wenn man so will, und der Priester hat sehr akkurat Antwort gegeben. Und dann kamen die Nachrichten. Und das habe ich dann fast wirklich nicht geglaubt, aber ich habe es gehört. Die Nachrichten beginnen mit, guten Abend, meine Damen und Herren, Christos Anesti. Die offiziellen Nachrichten im Fernsehen, mit Christus ist auferstanden. Und das geht jetzt so bis Christi Himmelfahrt. Die Orthodoxen feiern ja gerade erst Ostern ab Sonntag. Ist das zu fassen? Man stelle sich das in der Tagesschau vor. Guten Abend, Christus ist auferstanden. Es würde ein Sturm der Entrüstung in unserem Land, das sich ja zumindest ehemals christlich geprägt nimmt, auslösen. Natürlich gibt es auch in Griechenland Leute, die möglicherweise nicht an die Auferstehung glauben. Aber was das zeigt, ist, was es bedeutet, wenn man den Glauben in seinen Tag hineinnimmt, in sein Leben hineinnimmt. Das bedeutet es nämlich. Und das führt uns zu diesen beiden Polen, die wir im Apostelkollegium heute feiern, Philippus und Jakobus. Der eine aufgrund seiner familiären Herkunft sehr nah bei Jesus, der andere aufgrund einer frühen Berufung sehr nah bei Jesus. Der eine mit einem hebräischen Namen, der andere mit einem griechischen Namen, der offenbar auch so etwas wie eine Brücke war zu griechischen Zeitgenossen, die auf der Suche waren, die mit ihrem ganzen antiken Götterhimmel überhaupt nichts mehr anzufangen wussten. Die Griechen kommen und bitten Philippus, führe uns zu Jesus. Und Philippus führt sie zu Jesus. Und dieser Jakobus, der dann eine große Rolle in Jerusalem spielen wird, als Petrus dann sich aufmacht nach der Auferstehung. Und wir hören von Jakobus, dass der Auferstandene ihm gesondert erschienen ist. Danach erschien er, so sagt es Paulus, dem Jakobus, dann allen Aposteln. Und Philippus, der immer so eine Schnittstelle ist, mit Fragen, die er stellt im Abendmahlsaal, mit dem, dass er weiß, dass es da 5 Brote gibt, wenn Jesus danach fragt vor der Brotvermehrung. Aber die beiden treffen sich, so unterschiedlich sie sein mögen, und so werden sie zu Säulen im Bekenntnis der Auferstehung. Dort ist ihr Wurzelgrund, dort ist ihre Identität, ihr Selbstverständnis. Und natürlich weiß ich, dass wir das hier bei uns nicht einführen können. Wir können das nicht staatlich einklagen. Eine solche Auferstehungskultur kann man nicht künstlich herbeiführen. Aber wir sollten sie haben, liebe Schwestern und Brüder. Das ist nämlich die Frage bei allem, was wir als Kirche tun. Haben wir eine apostolische Auferstehungskultur? Ich habe mir vorgestellt, in Deutschland gäbe es wahrscheinlich eine Sendung zu Ostern, wenn überhaupt, abends spät, so 22:45, auf Arte vielleicht, mit 2 Theologen, die auf jeden Fall schon mal zuerst behaupten, das Grab war nicht leer. Da sind bis heute Knochen drin. Das wäre so die deutsche Art, darüber zu reden. Theologische Art, über Auferstehung nachzudenken. Das ist nichts nutzig. Das nutzt nämlich überhaupt nichts. Das zerstört den Glauben weiterhin und ist eigentlich eine theologische Selbstbeschäftigung, die noch nicht einmal für die Theologen selber, die das machen, gut ist. Nein. Auferstehungskultur heißt, die Botschaft der Auferstehung in mein Leben hineinnehmen und mich auch angesichts von Leid, von Krankheit, von Fragen, die ich nicht beantworten kann, an den auferstandenen Christus zu glauben und zu wissen, dass er das letzte Wort hat, dass sein Licht über dieser Welt aufgehen wird, über jedem einzelnen Leben. Das ist Auferstehungskultur. Dass wir uns also selber mehrfach den Satz, der hoffentlich in der Kirche noch erklingt wenigstens, Christus ist auferstanden,
dass wir uns den selber mehrfach sagen. Das muss sozusagen unser inneres Gebet werden, unser inneres Licht, damit wir alles durchtragen können, damit wir unser Leben, gleich was uns zugemutet wird, bestehen, in einem apostolischen Zeugnis, selbst bis hin zum Martyrium wie bei Jakobus und Philippus, auf unterschiedliche Weise. Warum können Menschen in ein Martyrium gehen, für diesen Glauben, für diesen Christus? Weil in ihnen der Satz erklingt, weil er lebendig ist. Christus ist auferstanden, er ist wahrhaft auferstanden. Kein Übel dieser Zeit und dieser Welt kann uns irgendetwas anhaben.